So, und jetzt haben wir es gleich fast geschafft. PlayStation 3, PlayStation 4, Controller. Und eine Ouya. Tatsächlich, ich bin einer der wenigen Verrückten gewesen, der sich eine Ouya gekauft hat. Hat sich nicht gelohnt. Hat am Anfang ein bisschen Spaß gemacht, aber irgendwie gehen die Spiele einem aus. Und als Emulator für NES und so taugt das Ding auch nichts. Naja. Hier noch ein PlayStation-Headset. Ja, 4 Controller. Und 2 PS4-Controller. Der andere liegt auf dem Tisch. Dann haben wir hier, nee, da komme ich später zu. So. Verrückt. Hier haben wir das Schaf. Hallo Schaf. DJ Hero. Tablets, Tables, Turntables. Und jetzt geht es los. Ich weiß nicht. Fangen wir mal ganz oben an. Da sind also die Plastikfiguren Metal Gear Rex und Metal Gear Ray. Assassin's Creed 3. Hieß es Raccoon City, da oben steht es auch, Operation Raccoon City, Resident Evil, Metal Gear 4 mit Old Snake und dem Soundtrack. Ja, Metal Cases und die Duke Nukem Balls of Steel Edition. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass diese Büste ein bisschen größer ist, aber naja. So, jetzt einmal ganz kurz, jetzt machen wir da nochmal schnell, das ist die Tomb Raider Definitive Edition, die PS4-Version. Diablo Steel Case gab es umsonst dazu. Demon's Souls europäische Version. Was war das? Killer is Dead. Richtig. Habe ich noch nicht gespielt. Gab es günstig. Habe ich mir gekauft. Castlevania. Lords of Shadow. Der erste Teil in der Collector's Edition. Da ist so eine coole Maske mit drin. Ja, weiß ich nicht. Habe ich vielleicht ein bisschen zu spät gespielt und war ein bisschen überhyped, sag ich mal. Nicht unbedingt mein Lieblingsspiel. Dead Island Riptide in der. Im Steelcase. Dann haben wir noch ein Steelcase und zwar von Dying Light. Da habe ich ja nicht viel zu sagen, ist indiziert. Dann haben wir hier noch einen Teil aus der Resident Evil 6 Collector's Edition. Das sind die drei Embleme von den verschiedenen Special Forces. Special Forces? Ist glaube ich sogar limitiert oder so, keine Ahnung. Da ist das Steelcase dazu. Hier haben wir die Hitman Absolution Box. Die war in der Collector's Edition drin. Dann haben wir hier eine Vita. Ja. Benutze ich jetzt nicht so oft, aber wenn, also es gibt ein paar sehr, sehr geile Spiele, kommen wir glaube ich, ja, da kommen wir sogar noch dazu. Ja, und dann reden wir dann darüber. So, und jetzt geht es los. Meine Herren, ich mache einmal einen Überblick. PlayStation 3 und PS4 Spiele. Und jetzt, oh Gott. Und jetzt beginnt der Wahnsinn. Ich lese es vielleicht nicht mehr vor. Ich lasse es einfach so durchlaufen und wenn was kommt, wo ich drüber reden will, dann halte ich kurz an. So, da geht schon los. Warriors of Rock. Ey, habe ich mit meinem Cousin wahnsinnig gesuchtet. Ich fange schon an stottern an. Gesuchtet, weil da war das Schlagzeug mit bei und ey, ich habe so dieses Schlagzeug gesuchtet und er die Gitarre. Das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben jeden Tag gespielt. Wahnsinn. DJ Hero. Ja, ihr seht ja hier die Turntables. Und mal gucken, ja, da wo man die Finger hat, ist diese goldene Dingens da nicht, dann war das hier mein Turntable. Ey, habe ich keine Ahnung, 10, 12 Stunden am Tag gespielt, am Wochenende? Ich habe davon irgendwann geträumt. Krass, krass. Hat unfassbar viel Spaß gemacht und süchtig. Ja, Rayman-Spiele, Mafia, Just Cause, jetzt lese ich es doch vor. Saints Row, da geht es direkt weiter. Saints Row 3, doppelt. Warum doppelt? Einmal die E. Ne, die deutsche Version. Genau, einmal die deutsche und einmal die Peggy. Warum? Weil verschiedene Trophäensets. Trophy Whore, ja, ich weiß, habe ich den zweiten noch nicht mehr gespielt. Also den zweiten Teil. Also eins von den beiden, ich weiß gar nicht, welches ich gespielt habe. Saints Row 4, Max Payne. Max Payne 3. Max Payne. Das beste Spiel. Egal. GTA 4, GTA 4, Liberty City Stories, das sind die beiden Erweiterungen. Dann haben wir GTA 5 für die PS3, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption, Undead Nightmare und L.A. Noir. Das sind die ganzen Rockstar-Spiele, die ich hier noch stehen habe, obwohl alle sind es nicht, das ist gelogen. Dragon's Dogma, hervorragend. Dragon Age Origins habe ich noch nicht gespielt, stand dann auf mein Haupt-Alpha-Protokoll. Kann man das überhaupt mal sehen? Ja. Ja, angefangen, egal. South Park, Stick of Truth. Und zwar die US-Version, ganz wichtig, ungeschnitten, komplett unzensiert. Da sind es auch noch Nazis. Da kommen wir auch später nochmal zu. Deus Ex, hervorragend. Mass Effect. Jo. Ich gehe jetzt einfach mal so durch. So.
Ja, aber ein bisschen was dazu sagen muss ich ja trotzdem. Enslaved, auch ein sehr gutes Spiel. Ach ja, Doom 3 ist ja auch noch mit zwischen. Fallout 3 ist auch noch mit zwischen. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe doch nicht Fallout 3 gespielt. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Da ist nochmal die Orange Box. Endlich nochmal wieder was doppelt. Portal 2 habe ich auch für den PC. Und ich habe es sogar nochmal für die PS3. Also sogar dreifach. Blur, Driver, Need for Speeds. Darksiders. Darksiders 1 gab es damals für PS Plus. Umsonst. Aber ich fand das so gut, dass ich es mir nochmal gekauft habe, um das Studio zu unterstützen. Hat nicht viel gebracht. THQ hat ja kurz nach Darksiders 2 dicht gemacht. Darksiders 2 habe ich nicht gespielt. Dead Island, die beiden Teile. Geil, geil, Leute. Kauft euch dieses Spiel, sucht euch ein paar Freunde zusammen, die sich das Spiel allerdings auch kaufen müssen. Und kloppt einfach mal ein paar Zombies zu Matsch. Das macht einfach Spaß. Bayonetta völlig überbewertet. X-Men Origins, ja. Prototype. Ja, Prototype 1 habe ich auf dem PC gespielt, auf der PS3 habe ich es noch nicht angefasst. Ist mir zu alt. Also, sagt der Typ, der Gamecube-Spiele spielt. Egal, Prototype 2 habe ich damals Platin gehabt, noch zwei Tage bevor es veröffentlicht wurde, weil ich es halt ein bisschen früher gekriegt habe. Prince of Persia, ein paar Spiele. Tom Clancy, Spec Ops The Line. Leute, kauft euch Spec Ops The Line. Allein schon um, wie heißen sie, Jäger zu unterstützen. Das ist ein Entwicklerstudio in Berlin. Die sitzen im Moment an Dead Island 2. Metal Gear Solid, der zweite oder dritte Teil, ne? Ach genau, und Peace Walker. Peace Walker habe ich noch nicht gespielt, das ist der PSP-Ableger. Hole ich irgendwann mal nach. So, dann Metal Gear Solid 4, auch in der US-Version und in der... Ach nee, das Update musste man sich runterladen, dass er nicht jedes Kapitel extra installieren musste. Aber tatsächlich auch doppelt, weil da ist es auch nochmal drin. Dann Metal Gear Rising, haben wir ja vorhin gesehen. Vanquish, auch wieder von Shinji Mikami. Splatterhouse. Catherine. Ja, so ein bisschen nerdig ist es hier schon, aber wir sind ja auch auf the Nerd Way of Life. So, Battlefield. Bad Company 1, natürlich besser als 2. Ich glaube, das ist die allgemeine Meinung darüber. Und der Meinung bin ich auch. So, Metro Last Light, geil. Hat einfach Spaß gemacht. Sehr gutes Spiel. Lost Planet 2. Ja, ich wusste halt nicht, was ich kaufe. 4-3 im Koop, echt richtig viel Spaß gemacht mit meinem Bruder. Haben wir das in 2 Nächten oder so durchgerockt. Far Cry 2 ist nach einer Zeit sehr langweilig. Und dann die Far Cry Wild Expedition. Da sind der erste, der zweite, der dritte und Blood Dragon drin. Und Leute, Blood Dragon, ey. Zock bitte Blood Dragon. Einfach nur geil. Brutal Legend. Ja, okay. Saboteur. Transformers, ja egal, da gehen wir mal drüber hinweg. Duke Nukem Forever, na endlich. Ach ja, doppelt übrigens. Unreal Tournament 3, egal. Darkness, da ärgere ich mich ein bisschen drüber. Da habe ich bei Amazon damals zugeschlagen, weil es im Angebot war. Ist allerdings die deutsche Version und hart geschnitten. Dantes Inferno. God of War Klon von den Dead Space Entwicklern. Lollipop Chainsaw, war ich ein bisschen überhyped. Alice ist, glaube ich, ein Frauenspiel. So, die Lücke, weiß ich gar nicht, warum ist hier eine Lücke, keine Ahnung. Soldier of Fortune und iPad. Ja, die stehen zusammen, warum auch immer. So, dann gehen wir mal kurz an den Anfang zurück. Was ist das? Da steht nichts drauf. Das ist Sombrex. Sage ich nicht mehr zu. Wer es kennt, weiß, was es ist, ist indiziert. Singularity, Little Big Planet und dann hier wieder was doppelt, auch wenn es anders heißt. Sega Genesis und Sega Mega Drive Collection sind beides das gleiche, allerdings einmal US und einmal EU-Version. Remember Me, Leute, spielt doch Remember Me. Das ist hervorragend. Das macht einfach Spaß. Jetzt geht's weiter mit Resident Evil und gar kein 4? Nee. Aber Resident Evil 4 habe ich auch nochmal auf der PS3. Gab es ja zum Runterladen. Habe ich mir runtergeladen. Aber ihr seht schon, Resident Evil 5. Den 6. habe ich auch doppelt, allerdings ist der bei meinem Cousin der andere Teil. Also der zweite Teil. Das zweite Exemplar. Operation Raccoon City, nicht so geil. Habe ich irgendwann aufgehört. Dann haben wir hier Revelations, noch original verpackt, leider. Bin ich noch nicht zu gekommen. Vielleicht mal für diesen Kanal. Habe ich vorhin schon mal gesagt, kommt noch ein Video zu. Deadly Premonition. Nerd Stuff. So, dann die Hitmans. Guck mal hier, Hitman.
Trilogie. Beziehungsweise der erste Teil fehlt ja. Ist auch noch original verpackt. Musste ich aber unbedingt haben. Und ich glaube, vor 2 Monaten oder so kam das für PlayStation Plus umsonst. Ja, egal. Dann Devil May Cry. Die alten und der neue. Wanted, Herr der Ringe, Crisis. Crisis 1 habe ich auch noch auf der PS3. Hieß es ja damals, können wir auf den Konsolen nicht bringen, gibt es nur PC-exklusiv, da habe ich mir damals sogar eine neue Grafikkarte für gekauft. Der erste Teil ist sehr, sehr geil, finde ich, immer noch. So, ein Alien-Spiel, Dead Space 2, auch zweimal. Das ist die UK-Version, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Da gab es nämlich den DLC dazu, den ich unbedingt haben musste. Ungeschnitten sind sie beide, das weiß ich. Den dritten habe ich auch noch, hat mein Cousin. Den ersten habe ich auch noch, hat auch mein Cousin. Dann Bioshock 1, 2 und Infinite. 1 und Infinite sind sehr, sehr gut, wobei Infinite tatsächlich noch besser ist. 1, habe ich vorhin schon gesagt, eins der besten Spiele 2013. Ja, ich bin Teil des Problems, denn ich habe Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, World at War, Black Ops 1 und 2 und Ghosts. Und Advanced Warfare. Allerdings habe ich mir Advanced Warfare nur ausgedient. Aber ich habe trotzdem alle gespielt, tatsächlich. Damals auf dem PC angefangen. So, dann Sniper, Ghost Warrior 1 und 2. Der erste ist noch ganz gut, der zweite ist damit der CryEngine. Damit konnten sie aber anscheinend nicht umgehen. Trotzdem Platin, egal. Sniper Elite V2, geil. Hat echt Spaß gemacht. Kann man auch im Koop spielen, sehr zu empfehlen. Bulletstorm. Von wem war das nochmal? Die Painkiller gemacht haben, glaube ich. Auf jeden Fall ein sehr spaßiger Ego-Shooter. Ja, Rage. Ja, erst gehypt und dann sehr schnell in der Versenkung verschwunden. Ich kann schon mal nicht mehr reden, aber ich bin ja gleich durch. Meine Fresse. Killzone 3. 1 und 2 habe ich nie gespielt. Den dritten habe ich dann gezockt in 3D. Deswegen habe ich mir, glaube ich, gekauft, weil ich unbedingt mal ein Spiel auf meinen 3D-Fernseher spielen wollte. Braucht man nicht. Meiner Meinung nach. Es sind ja sehr viele, die anderer Meinung sind. Borderlands, genau das gleiche wie bei Darksiders vorhin, gab es bei PS Plus umsonst. Eine Freundin von mir hat mir das empfohlen, habe ich mir PS Plus geholt, fand das so geil, muss ich mir kaufen. Deswegen stehen da auch Borderlands 2 und The Pre-Sequel. Wobei The Pre-Sequel, mein Bruder gehört, steht hier nur damit, also sieht cool aus. So. Außerdem kommt es glaube ich nochmal für die PS4, ne? Und die Xbox One. Dann Batman Arkham Asylum, spielen, unbedingt spielen. Wer es noch nicht gezockt hat, unbedingt nachholen. Hervorragendes Spiel, einfach nur geil. Arkham City habe ich angefangen irgendwann mal, aber nicht zu Ende geführt. Weiß nicht warum. Und den dritten Teil, beziehungsweise wie hieß es? Keine Ahnung. Das Prequel auf jeden Fall habe ich erstmal ausgelassen. Dann Infamous 1 und 2. Als PlayStation Fanboy gehören sie einfach dazu. Technisch besser als Prototype, spielerisch ziemlich dasselbe. Dann haben wir die Silent Hill Collection. Geil! Silent Hill Collection, der zweite leider nur und der dritte. In der UK, nee, Peggy, also österreichisch, ist glaube ich ohne diese beschissenen Bugs gewesen. Ich weiß es nicht genau, da war ja irgendwie was von wegen Bugs. Kann auch an dem Patch noch, durch den Patch noch weggekommen sein. Silent Hill Downpour ist der glaube ich bislang letzte, jetzt ist er PT. Oder durch PT Silent Hills angekündigt worden. Downpour hat mir tatsächlich auch noch einigermaßen Spaß gemacht. Ist aber kein richtiges Horrorspiel. Journey steht hier drauf. Sind aber alle drei Spiele von Dead Game Company heißen die, glaube ich. Also Flow, Flower und Journey. Wunderschöne Spiele. Würde ich sogar meiner Mutter empfehlen. Also wenn's, ne, so. Dann kommen wir zu den paar Vita-Spielen, die ich auf Disc hätte ich fast gesagt, aber das sind ja Speicherkarten habe. Resistance habe ich gekauft wegen schneller Platin. Terraway habe ich mir damals doppelt gekauft. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, um das Studio zu unterstützen. Weil ich glaube, das kennt kaum einer. Terraway hat, glaube ich, noch nie einer was von gehört, oder? Zumindest nicht gezockt. Und die, denen ich das empfohlen habe, ich habe denen sogar die Vita ausgeliehen, die kam dann, ja, langweilig. Liberation, Assassin's Creed 3 war damals dabei, als ich mir die Vita gekauft habe. Battle Royale gab es günstig. Für die 3 auch nochmal. Muss ja sein, weil doppelt ist Trumpf. Ico und Shadow of the Colossus. PlayStation 2 Perlen, die ich damals verpasst habe. Ich habe von dem Spiel gehört, ich glaube bei Game One damals. Da haben die gerade angefangen. Und ich habe dieses Spiel gesucht und ich hatte damals aber einen PC. Und es gab dieses Spiel nicht für einen PC. Verdammt.
Und jetzt habe ich es aber nachgeholt und Shadow of the Colossus. Ico ist vielleicht ein bisschen. Aber Shadow of the Colossus ist eines der besten Spiele, die es überhaupt gibt. Genau wie The Last of Us. Für die PS3. Direkt gekauft. Da ist. Achso, von The Creators von Uncharted. Ja, Wahnsinn. Beyond Two Souls. Ich fand Heavy Rain schon nicht so geil, was übrigens da steht. Killer is Dead habe ich noch nicht gespielt, habe ich gesagt. Diablo habe ich gesuchtet wie ein Tier, ey. Krass. XCOM Enemy Unknown entgegen nicht so. Heavy Rain, ja. Und hier ist eine Lücke, weil da fehlt, jetzt kommt Dark Souls. Ich weiß nicht, wo mein Dark Souls ist. Ich glaube, ich habe es verliehen. Ärgerlich. Aber daneben steht gar nicht drauf. Dark Souls 2 im Skillbook. So, geht da rein. So, dann haben wir hier Demon's Souls in der EU-Version. Ne, das ist die US-Version tatsächlich. Okay. In der US-Version und nochmal in der EU-Version. Die japanische Version will ich auch noch haben. So, kommen wir endlich zu den PS4-Spielen. GTA 5 brauche ich nichts zu sagen, Call of Duty brauche ich nichts zu sagen, Dying Light darf ich nichts zu sagen, Assassin's Creed Unity, Schrott. Ja, ist ein bisschen gemein. Schrott ist es nicht, aber es ist nicht so geil wie die anderen Assassin's Creed auf jeden Fall. Es ist das letzte, was ich mir vorbestellt habe. Alien Isolation. Geil. Evil Within von Shinji Mikami, ja. Resident Evil 4 in 2014, sag ich mal. Black Flag, das, ja, nach dem zweiten Teil das beste Assassin's Creed. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, das, wie soll man das nennen? Wie hat er das genannt? Weiß ich nicht. Der Vorläufer für, jetzt bin ich hängen geblieben. Für den richtigen fünften Teil. Also das Ding geht irgendwie eine halbe Stunde, wenn man sich da durchkloppt. Dann gibt es aber noch 4 oder 5 andere Missionen. Ja, musste ich haben. Als Metal Gear Fanboy musste ich das haben. Destiny im Steelbook war in der Collector's Edition mit drin. Habe ich schon was zu gesagt. Call of Duty Ghosts Schrott. Und nochmal The Last of Us Remastered für die PS4. Haben wir ja auch das Let's Play hier auf dem Kanal. Habe ich ja gemacht. Wolfenstein The New Order. Und auch hier ganz wichtig, US-Version. Ungeschnitten. Man kämpft nicht gegen das beschissene Regime, sondern gegen Nazis. Na also, Battlefield 4, ja, ich glaube, das sind jetzt die Spiele, genau, Second Son, ach nee, das Second Son hat auch noch sehr viel Spaß gemacht, Infamous, aber Battlefield 4, Killzone, Knack, Need for Speed, das sind die Spiele, die habe ich mir gekauft, noch bevor ich die PS4 hatte. Ja, es gab ja nichts anderes. Und Battlefield 4 hat dann halt mit seinen ganzen scheiß Patches dann den Spielstand gefressen und seitdem noch nicht wieder angefasst. Knack. Angefangen? Nö. Fehlkauf. Killzone habe ich noch nichts zu gesagt, brauche ich aber nichts zu sagen. Need for Speed Rivals. Rivals? Da habe ich das PSP-Spiel heißt doch Rivals. Naja. Far Cry 4 gerade abgeschlossen. Der dritte war besser. Und Watch Dogs. Eine der größten Enttäuschungen. Letztes Jahr. Oder? Ja. So, und jetzt sind wir auch schon fast durch. Da ist mir noch gerade aufgefallen im Schnitt, dass ich hier tatsächlich eine Reihe Spiele vergessen habe. Hängen wir schnell dran, gar kein Problem. Also, hier haben wir Saw, ich glaube auch die US-Version. Jo. Ja, hat mit dem Film jetzt nicht so viel zu tun, außer den Fallen. Kann man zocken, macht eigentlich ganz gut Spaß. Saw 2 habe ich mal angefangen mit ein paar Freunden. Da saßen wir hier, weiß ich nicht, zu 5, 6 oder so und haben die Rätsel geknabbert. Hat eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Denn Syndicate, ich weiß gar nicht, warum ich mir das gekauft habe, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ja, Syndicate ist ja jetzt, das ist so ein Remake, so ein typisches EA-Remake. Hat mit dem Originalspiel überhaupt gar nichts zu tun. Ja, EA, so. Assassin's Creed 2. Ja, mit Black Flag finde ich das Beste. Dann Brotherhood finde ich auch noch echt gut. Revelations, ja, das sind die drei großen, das ist die Ezio-Trilogie, sag ich mal. Ja, Revelations, also ich finde Assassin's Creed einfach cool. Ich habe den ersten damals auf dem PC gezockt, deswegen musste ich das halt alles mitnehmen. Assassin's Creed 3 war dann ziemlich Enttäuschung. Damals habe ich mir dann gesagt, ja gut, das nächste kaufst du dir nicht, aber als sie dann angekündigt hatten, hier den Quatsch mit den Piraten-Setting und so, mit den Booten fahren, hat mich dann doch überzeugt und fand ich dann, als ich es gespielt habe, auch echt geil. Muss ich wirklich sagen. Also Black Flag, Respekt Ubisoft. Deadpool, der Hammer. Ohne Scheiß. Ich habe ja, also ich bin ja nicht unbedingt der Comic-Fan
und Superhelden-Fan und so, aber Deadpool, ey, das müsst ihr euch auch holen. Das müsst, oder leitet es euch aus, oder weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mal zocken. Unfassbar geil. Das macht so viel Spaß. Das ist so ein geiler Humor. Soll ja bald ein Film kommen. Wenn sie das nicht verkacken, dann werde ich mir das auch antun. Dann haben wir hier God of War Collection, und zwar Teil 1 und 2. God of War Collection Volume 2 sind die PSP Ableger. Nochmal für die PS3 aufgelegt. Alles mit Trophäen, also deswegen habe ich es mir geholt, eigentlich nur wegen den Trophäen. God of War 3 leider in der Platinum Edition. Ich bin ja nicht so der Fan von Platinum Editions. Und God of War Ascension, ja, hätte nicht Not getan. Ehrlich nicht, hätte wirklich nicht Not getan, finde ich. Das war reine Geldmacherei. Und es hat ja bei mir funktioniert. Dann haben wir Uncharted 1, Drake's Fortune, Uncharted 2, Among Thieves und Uncharted 3, Drake's Deception. Der zweite ist tatsächlich der beste, meiner Meinung nach. Der hat echt am meisten Spaß gemacht, die Story war cool. Ja. So, ich komme schon wieder voll außer Atem. Tomb Raider, der Reboot auf der PS3. Hat mir damals schon Spaß gemacht und wieder mal doppelt, weil da hinten auf der PS4. Dann die Tomb Raider Trilogie ist, glaube ich, eine Neuauflage vom, war das vom ersten? Underworld und Anniversary ist, nee, Legend. Legend, Underworld und Anniversary ist halt der erste nochmal in Schick. So, hier Star Wars Unleashed, The Force Unleashed. Habe ich bei den PlayStation 2 Spielen ja auch schon. Da habe ich ein bisschen gestutzt. Ja, der erste soll ja relativ gut sein. Habe ich nie durchgespielt. Und dann der zweite soll ziemliche Grütze sein. Habe ich auch nicht mal angefangen. Und Riddick. Eine Filmversoftung. Also ein Spiel zum Film, sag ich mal. Was relativ gut ist. Also es sind beides. Es sind ja, fuck, wie hießen die? Chronicles of Riddick und, nee, Escape from Butcher Bay und Assault on Dark Athena. Und Escape from Butcher Bay finde ich tatsächlich richtig, 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 richtig gut. So, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Hier nochmal die Wand. Und dann gehen wir ins Licht. Und machen da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Danke. Meine Spiele-Logo-Wand. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen, glaube ich, ne? Obwohl, falls ihr euch fragt, weil ich wurde schon öfter gefragt, das ist nicht angeklebt oder so, das ist tatsächlich mit Lack an die Wand gemalt. Ich weiß, wenn ich hier wieder ausziehe, werde ich das bereuen, aber ich wollte das schon in meiner alten Wohnung haben und die habe ich jetzt einfach mal gemacht. Da fehlen noch ein paar Sachen, ist noch nicht alles fertig, noch nicht alles ausgefüllt. Shadow of the Colossus zum Beispiel, Diablo 3 fehlt noch ein bisschen, Tearaway. Ist auch nur mit Bleistift noch vorgezeichnet, genau wie Silent Hill. Dark Souls, muss ich zu meiner Schande gestehen. God of War und Darksiders sind noch nicht komplett. Bioshock Infinite und Bioshock 1 fehlt auch noch ein bisschen Farbe. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht angetraut, weil ich es nicht versauen will. So, dann schalten wir mal zurück auf den Fernseher. The Northern Way of Life. Das ist unser Kanal, ich bin der Dre, ich sage vielen Dank, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ach so, Gewinnspiel. Ja, Leute, das machen wir noch schnell. Und zwar, Gewinnspiel. Sollten wir dieses Jahr die 1000 Abonnenten erreichen, können diejenigen, die unter dieses Video kommentiert haben, eines dieser, ja, Spiele, Collectors Editions, ja, auf jeden Fall Spiele und oder Collectors Editions oder auch die Gravity Gun oder auch die Portal Gun oder auch den Headcrab Zombie gewinnen. Sollten wir dieses Jahr die 1000 Abonnenten erreichen. Das ist verrückt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ja, halt in den Comments schreiben, was ihr denn gerne gewinnen wollen würdet. Das ist alles. So, wie gesagt, das läuft bis zum 31.12.2015. Wenn wir bis dahin 1000 Abonnenten haben, werden unter den hier unter diesem Video kommentierten
Kommentaren aus einer ausgewählt per Zufall. Voraussetzung ist halt das Kommentar und ein Abo. Ja. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, deswegen kann ich das auch eingehen. 1000 Abonnenten. Ja, das soll es gewesen sein. Denn sehen wir uns wahrscheinlich entweder in dem nächsten Projekt, beziehungsweise laufenden Projekt, das ist im Moment Beyond Good and Evil auf dem GameCube, oder wir sehen uns im nächsten Video, wo es ums nächste Projekt geht. Aber das seht ihr dann. Ja, danke für die Aufmerksamkeit, das ist bestimmt eine ganze Menge geworden an Zeit. Macht's gut. Ciao.